Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Video. Heute zeige ich euch das Samsung Galaxy Tab 3 im Review. Viel Spaß! Das Samsung Galaxy Tab 3 ist aus meiner Sicht ein sehr hochwertiges Tablet. Auch wenn die Rückwand des Tabs leider nur aus Plastik ist, erscheint es mir wirklich sehr hochwertig gebaut. Für die, die ein Gerät suchen, das man überall mit hinnehmen kann, muss ich leider sagen, dafür ist es nicht geeignet. Es ist zwar mit seinen 510 Gramm nicht besonders schwer, dafür, dass es 27,5 cm lang ist, aber für die, die ein Tablet suchen, das man mal schnell in die Tasche stecken kann und dann sofort losgehen, dann würde ich nicht zu dem Tablet greifen, sondern zum kleineren Modell des Samsung Tablets. Das ist dann auch nur 17,8 cm lang und ist damit auch 200 Gramm leichter. Oder für die, die ein bisschen mehr investieren wollen und auf Design stehen, würde ich das iPad Mini 2 oder 3 bestellen, mit dem ich auch wirklich sehr zufrieden war. Das kostet dann aber Minimum 289 Euro. Zurück zum Samsung Galaxy Tab 3. Das Gerät ist mit 5 mm sehr dünn und wen es interessiert, man kann mit dem Tablet 140 Stunden Musik hören, ohne dass dem Ding der Saft ausgeht. Du kannst meinetwegen 9 Stunden im Internet surfen, ohne eine Stromverbindung zu benötigen. Und wer mehr Speicherplatz benötigt, kann auch einfach eine zusätzliche Mikro-Speicherkarte einsetzen. Das Tab besitzt wie fast alle Tablets 2 Kameras, eine Frontkamera und eine Selfie-Kamera. Das hochmoderne Gerät von Samsung verfügt außerdem über Bluetooth 4.0. Was die Vielfalt der lesbaren Audioformate anging, verschlug es mir echt die Sprache. Ich kann jetzt nur ein paar Beispiele nennen, wie zum Beispiel MP3, WMA, WAV, AAC, MIDI oder AMR und. Wen es interessiert, der kann ja mal in die Videobeschreibung gucken, da habe ich noch ein paar Audioformate, die das Tablet unterstützt, aufgelistet. Auch bei den Videoformaten sieht es relativ gut aus. Da gibt es zum Beispiel WMV, MPG4, AVI und noch viele andere. Was mich erstaunt, es gibt kein Move. Das finde ich wirklich sehr erstaunlich. Und der Sound, der kommt natürlich in Dolby-Qualität aus den nicht großen Lautsprechern, die nichtsdestotrotz eine ganze Menge können. Und auf das Wort Okay Google kann man wirklich alles wissen, was man wissen will. Was mich stört, typisch Android, die Apps sind unheimlich langsam und stürzen manchmal ab. Besonders oft passiert mir das bei Soundhold, der Musikerkennungs-App. Aber das ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Insgesamt finde ich das Gerät super. Aber wer jetzt etwas sucht, mit das man immer erreichbar und mobil ist, dann würde ich vielleicht sogar eher zum iPhone greifen, das eigentlich dieselben Funktionen hat wie ein Tablet. Und dann ist ja da auch noch die Apple Watch, die ja in gewisser Weise etwas mit dem iPhone zu tun hat. Zur Apple Watch gibt es übrigens am 22. Juli ein Unboxing. Hier auf Simi 3200. Ja, und das war es dann auch schon wieder für heute. Über ein Abo oder ein Like.